sind so Leute, das kann ich ja jetzt einfach mal, glaube ich, einfach mal frei heraussagen. So Leute wie Ficken sind beispielsweise in einer Gruppe, ja, damit gar keiner rumheult. Ja, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge Klaa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 
Genau, das ist Nummer 1. Nummer 2 an Informationen ist für euch folgende, Freunde, dass wir hingehen werden und die Menschen bzw. die Teilnehmer in Gruppen aufteilen werden. Das heißt, wir gehen hin und unterteilen die Leute in verschiedene Gruppen, wo natürlich dann auch Symbiosen entstehen. Beispielsweise sind so Leute, das kann ich ja jetzt einfach mal, glaube ich, einfach mal frei heraussagen, so Leute wie Tim und Stegi sind beispielsweise in einer Gruppe, ja, damit gar keiner rumheult. Ich habe auch ganz oft in den Kommentaren gelesen, ey, ohne Tadel ist es gar nicht Hero 2. Das ist schön, es ist ja auch nicht Hero 2. Das war anfangs ein blöder Fehler von mir. Ich habe halt anfangs gesagt, Hero 2 ist aber gar nicht. Also es war von mir vielleicht ein bisschen dumm, das damit zu assoziieren. Bitte seht das nicht als Nachfolgeprojekt, das ist ganz wichtig. Nach wie vor möchten wir da was Eigenständiges draus machen, was eventuell im Spielprinzip ein wenig nahe kommen könnte, um eventuelle Nostalgiegefühle aufkommen zu lassen. Und ich finde das mit blauen Scheiben übrigens echt geil, das passt ganz gut. Andere bestätigte Kandidaten, wovon man sicherlich ausgehen kann, dass sie mit dabei sind, sind beispielsweise der liebe Paluten, Sturmwaffe, natürlich auch der Simon und sowas. Aber ich möchte jetzt auch nicht alle Leute revealen, die dabei sind. Ich möchte das Ganze Stück für Stück immer ein wenig mehr anteasern. Wir haben auch nochmal 2, 3 Modpacks dazu gefunden, die sicherlich interessant werden, beziehungsweise Teile von einem Modpack, die euch vielleicht sogar bekannt vorkommen sollten, die sicherlich für den einen oder anderen Teilnehmer eine sehr, sehr coole, Expansion darstellen sollten. Aber wie gesagt, ich möchte nicht allzu vieles darüber sprechen. Ich werde in jeder Craftwreck-Folge jetzt immer mal wieder, wenn ich was baue, ein wenig darüber erzählen, möchte aber nicht, dass die kompletten Craftwreck-Folgen nur aus dem neuen Projekt bestehen. Das ist nur so ein kleines Nebenbei-Ding, damit ihr quasi nochmal ein paar Infos dazu erhaltet. Des Weiteren habe ich ja noch eine Sache, die ich noch selber ankündigen muss. Da spreche ich heute Abend nochmal mit einem weiteren Teilnehmer drüber, den ich heute Abend treffen werde. Das ist der liebe Dena. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal mit euch ein Wörtchen drüber reden, Freunde, weil das wird nämlich auch nochmal ganz, ganz ernst. Ja, das wird nämlich nochmal knackig kalt, sage ich einfach mal. Ich glaube, der liebe Dena hat da schon auf Twitter ein bisschen was verlauten lassen. Was ist genau damit auf sich hat und was da jetzt genau auf euch zukommt, das will ich so genau noch nicht sagen, aber ich sag mal so, eventuell geht es demnächst wieder in entfernte Gefilde. Ich glaube, das kann man mal so ganz gut stehen lassen, und da werden wir uns dann sicherlich alle zusammensetzen und da alle nochmal irgendwie etwas drüber berichten. Kevin, ich helfe dir. Kevin, Bruder, ich mach den fertig. Okay, ich ficke den. Ich ficke den am Nacken. Wen willst du hier ficken, Bruder? Wen willst du hier ficken? Sturmwaffel! Alles klar. Bruder, Sturmwaffel! Bruder, wen willst du hier ficken? Wen willst du hier ficken, Bruder? Sturmi? Ich nehm grad Craft Attack auf. Möchtest du auch was zu den Leuten sagen? Ich hab bald Merch. Echt jetzt? Wenn ihr den bald abkauft. Jetzt wirklich? Hast du bald echt Merch? Aber abonniert bitte auch meinen Kanal. Hast du jetzt bald wirklich Merch? Ja, hab ich. Ja, nice, Leute. Dann geht's bald Sturmi-Merch, Alter. Geilon. Wenn ich nicht aufnehme. Wie bitte? Das ist meine Stimme, wenn ich nicht aufnehme. Ach so. Kannst du gar nicht anders reden? Nee. Das ist immer ein bisschen blöd. Also wenn man mit Freddy spricht und er ist gerade unvorhersehenerweise in eine Aufnahme geplatzt, beziehungsweise reingezogen worden, und er weiß davon nichts, dann ist er immer ein bisschen schüchtern, ne? Ja, warte mal kurz. Tanja, kannst du kurz auf den Mund nehmen? Nur einmal kurz. Okay. Ja, okay. Wurde gerade einer live geblasen? Ja. Was sagen so die Zuschauer dazu? Das sehen die ja nicht. Aber die wissen es jetzt. Nee, ich nehme nicht auf. Ich werde das aber reinschneiden, Freddy. Ich nehme mir gerade auf. Aber warum nimmst du auf? Weil ich gerne Videocontent auf meinem Kanal bringe. Gerne? Kevin, mir ist was aufgefallen, ne? Was denn? Der Boden von meinem Pool, komm mal runter in den Club. Hör mal, ja? Im Club da tropft's, ne? Ja, weil du keine doppelte Decke hast, so gesehen. Ich muss da vielleicht, mache ich in dem Pool einfach noch einen Half-Slap, weißt du, was ich meine? Ja. Das wäre, glaube ich, einen weißen Half-Slap oder sowas, weil hier tropft es einfach. Leute, guckt euch das mal an, Alter. Wer will in so einem Club gern feiern gehen, wo es die ganze Zeit von der Decke tropft? Könnte natürlich auch sein, weil hier so viele fette Menschen geschwitzt haben. Oder der feuchte Club. Oder es ist einfach ein feuchter Club, der ständig mit Gleitmittel berieben wird, damit man hier besser rumschledern kann. Ihr versteht, was ich meine. Aber ja, ich glaube, das ist doch eine Sache, die wir auf jeden Fall mal fixen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall. Also ich freue mich auf jeden Fall auf jetzt anstehende Projekte. Ich freue mich auf das neue Projekt. Ich freue mich auf den 24-Stunden-Stream, wo ihr euch sicherlich auch drauf freut. Wie gesagt, ich möchte, dass ich ein paar Leute dabei habe, die mit durchhalten. Also ich möchte wieder einzelne Zuschauergruppen wieder gerne begrüßen, die ich beim letzten Mal auch mit dabei hatte, die einfach gnadenlos mit durchgucken. Also ihr könnt ja auch gerne mal einen Daumen hoch da lassen oder in die Kommentare schreiben, wenn ihr vorhabt, den 24-Stunden-Stream komplett mit mir durchzumachen. Ich würde mich echt freuen, den einen oder anderen da oder die ein oder die andere da zu begrüßen. Ich denke mal, dass es sicherlich viele Menschen gibt, die sich das gerne mal gönnen. Und wo ist dieser Zombie eigentlich? Wo höre ich den denn? So, Leute, Barisch macht hier nach wie vor super die Tür. Barisch hat scheinbar so... Barisch hat eine Hose an. Guck mal, Barisch hat die Hose von Petrit an. Barisch hat Petrits Hose geklaut. Und da ist Barichs Kollege, der goldene Piet. Ey, das ist der... Komm mal mit.
Das ist der Clubboss, ne? Das ist der Clubboss. Du weißt, was das heißt, der Goldene Pete. Komm, da muss getanzt werden. Okay, okay. Goldener Pete. Oh ja. Oh ja, drop deine Mantel. Oh, Goldener Pete. Hey, Goldener Pete, runter von der Bühne. Pete, benimm dich. Man muss den manchmal ein bisschen auf den Pimmel hauen, ja, siehst du? Jetzt, Pete, beruhig dich. Pete. Nee, komm in Separé, Pete. Komm. Ich bin in Lotte, ich bring dich um. Ich klau dein Geld. Ah, Goldener Pete, erstochen im Strip-Lokal. Kevin, ich hab schon wieder getan. Ich hab wieder einen meiner Freier umgebracht. Und der andere hätte hier ein Auge einfach in den Hand. Ja, der hat. Kevin, weißt du, was da lustig ist? Das ist Barich, der hat immer ein Auge auf dich. Ja, der hat bestimmt Pen mit seinem Auge rausgezogen, der gestorben ist. Türsteher. Barisch Auge auf dich. Sehr geil, Alter. Sehr, sehr geil. Abschließend würde ich einfach mal gerne Danke sagen, Freunde, und freue mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr auf den 24-Stunden-Stream. Ich hoffe, ihr tut's genauso. Schaut mal den Gamers-Time vorbei, abonniert ihn zu Tode. Der Junge ist immer wieder eine Bereicherung für meine Folgen, für meine Streams und so weiter. Und wer ihn live in Farbe, Action und bunt und nackt sehen möchte, vor allen Dingen, der kann gerne am Freitag einschalten. Ne, am Samstag. Und ich denke mal, Kevin, die ein oder anderen Nippelkampf werden wir schon machen, oder? Ja klar, wir werden jetzt hier... Es wird richtig rumgenippelt. Es wird so rumgenippelt, Freunde. Also, lasst einen Daumen hoch da, schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, wie es aussieht. Und ja, das war's von der Folge Craft Attack. Macht's gut, haut rein. Tschüss.